Elon Musk räumt den Chefposten bei Twitter. Das hat der 51-Jährige am 11. Mai auf dem Kurznachrichtendienst angekündigt. Er habe eine Nachfolgerin für die Leitung des Unternehmens gefunden. Deren Namen hat er aber noch nicht verraten. Er freue sich, ankündigen zu können, dass ich eine neue CEO für Twitter eingestellt habe. Sie wird in ungefähr 6 Wochen starten, heißt es in dem Beitrag des Unternehmers. Er wolle sich dann als CTO um technische Bereiche wie Software und Produkte kümmern. Schon im Dezember 2022 hatte er ein entsprechendes Vorhaben angekündigt. Kurz vor Weihnachten erklärte der Multimilliardär: "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, diesen Job zu übernehmen. Danach werde ich nur noch die Software- und Serverteams leiten." Im Februar hatte er dann erstmals gescherzt, dass sein Hund der neue Twitter-Chef sei. Nach seiner Twitter-Übernahme für 44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 hatte Musk in Verbindung mit dem Dienst immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem wurden die zahlreichen Entlassungen der vergangenen Monate in den Medien immer wieder thematisiert. Vor der Übernahme hätten demnach etwas weniger als 8.000 Menschen bei Twitter gearbeitet, heute seien es noch rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Musk in einem Interview mit der britischen BBC im April.